Hallo Leute und willkommen zum allerersten Vlog auf dem Kanal Simox. Mein Name ist Mario und ja, die Leute, die mich dann auf YouTube kennen und wahrscheinlich unter dem Namen Nummerfilm sind, diversen Spielen. Es werden die nächsten Tage unsere anderen Online-Zocker, Clemens, Tim, Alex und Steven, die Tage hier in Köln verbringen. Und das wird ein totales Chaos. Bevor aber dieses Chaos losgeht, wird als allererstes der Steven heute Abend noch zu mir kommen. Und dann werden wir alle, also halt unsere Simox-Gruppe, das heißt Christian, Michi, Steven und ich, dann werden wir heute Abend noch uns, ich weiß nicht, wie der Laden heißt, aber wir werden auf jeden Fall beim Argentina essen. Vorher, ganz normaler Tagesablauf aber noch, erstmal Arbeit und danach essen. Das ist soweit alles zum ersten Tag. Nichts Besonderes. Ja, morgen werden wir dann die anderen abholen vom Hauptbahnhof. Nach längerer Zeit haben wir es jetzt endlich mal geschafft. Die beiden, also alle sind schon hier am Start für heute. Da draußen der Christian, da draußen Michi und Steven, die gerade weggucken. Ja, jetzt haben sie es bemerkt. Naja, jetzt geht's. Erstmal nach draußen. So. Und da sind sie. Hallo. Naja, und jetzt geht's erstmal schön, richtig schön zum Argentina. Was gibt's denn so beim Argentina? Ist das live? Steaks? Gibt's das Steaks? Ich weiß nicht, was es da gibt. Ich war live. Essen war gut. Das war mega geil. Perfekt. Und jetzt und geht's. Wir gehen jetzt nach Hause. Tschüss. Ciao, Jungs. Ciao. Tschüss. Bis morgen. Wir fahren jetzt gerade zu Mario zurück. Also wir beide. Und dann werden wir wahrscheinlich noch, so wie es aussieht, mit den anderen ein bisschen zocken, den Tag ausklingen lassen. Wir waren ja alle arbeiten heute noch, also die meisten zumindest von uns. Und ich habe noch eine 3-stündige Fahrt hinter mir. Morgen kommen dann die anderen dazu. Clemens, Tim und Alex. Ja. Die holen wir dann so gegen 1 Uhr am Bahnhof ab. Wollen wir das? Naja, wollen wir das? Das ist die Frage, ne? Aber uns bleibt ja nichts anderes übrig wahrscheinlich. Und ja, vielleicht gibt es später noch eine kleine Szene, wenn wir dann am PC sitzen. Genau. Also bis dahin dann sind wir erstmal draußen für heute. Also, ciao. Die Escort ist jetzt da, wir warten nur noch auf... Auf welchem Gleis kommt ihr denn an? Ja, genau, wir warten nur noch auf den Zug von... der Zug aus Hamburg und der Zug aus irgendwo Karlsruhe oder so. Nee, Mannheim, irgendwie sowas. Ja. Also auf Tim und Clemens und Alex. Die drei Chaoten. Ja. Genau. Und dann wird das Chaos in Köln seinen Lauf nehmen. Ja. Noch sind wir dann 8. Ne? Hallo. Ja, wir stehen jetzt hier an Gleis 7. Warten auf den Zug von Clemens und Alex. Und haben keine Ahnung, auf welchem Hotel die sind. Ja. Da jetzt gleich geht die Suche los. Oh, Leute, ich bin ein bisschen besorgt. Der Zug ist da. Müssen wir den nur noch finden. Wir haben ja mal Brüllen hören, könnte Clemens sein. Also die Frage ist, ob wir sie finden wollen. Wir können noch abdrehen. Noch können wir weg. Noch können wir. Noch können wir weg. Müssen wir jetzt random Leute ansprechen. Clemens? 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 Schrei mal. Das ist ein Megafon mit dem. Clemens! Alex! Leute! Oder warte, wie hieß er nochmal auf Steam? Echt weit vorne wahrscheinlich. Wie hieß er auf Steam nochmal? Secret Monkey. Secret Monkey? Ah ja, genau, nur mit dem Benutzer. Wie hieß Alex nochmal? Gewehr. Wie? Gewehr. Gewehr. Wo ist das Gewehr? Da oder oder. Oh nein! Grüßen Plätze aller. Hi, Alex und Clemens, hi. Moin. Jetzt noch drin. Da sind die K.O. Wie voll ist die auch? 10 Minuten zum DB-Store. Wegen Erstmal reden wir Tim abholen, ne? Tim kommt auf Gleis 7 an und zwar in 10 Minuten. Was hat er gesagt? Meine Damen und Herren, am Gleis 7, bitte steigen Sie ein. Vorsicht an den Türen und bei der Abfahrt des Zuges.
Hey. Na, halt. Du das Schönste finde ich eigentlich, dass mich hier endlich mal in echt. Ja, du bist. Da ist doch jeder frech auf mich. Ja, lauf immer voll fett ins Bild. Eine kleine Info mal so am Rande. Ja, wir laufen jetzt immer noch am Hauptbahnhof rum. Wenn ja, eigentlich weil irgendjemand das Ticket verloren hat. Hm, wer war's wohl? Ich hab das Ticket verloren, ja. Los für Mario. Danke, danke Leute. Vielen, vielen Dank. Ja, jetzt müssen wir erstmal zum Backstage-Bereich vom Musical drum und uns dann nochmal ein neues Ticket ziehen. So ein Tagesticket. Das kostet dann nur 20 Euro oder so. Sind wir schon wieder bei mir. Das ist so super. Also bitte mehr Klicks, Mario, brauchst Geld. Ja genau, ich brauche mehr Aufrufe, ja, ich brauche mehr Geld. Die regelt einfach nicht, ne? Und nach einer circa halbstündlichen Verspätung haben wir es geschafft. Wir sind jetzt hier am Hotel für die beiden. Achso, es ist doch übrig. Ja, und das ist das Hotel von den beiden. Ich vielleicht einen Lotz. Vom Tor, vom Tor. Ich hasse deinen scheiß Flobby getrieben. Erstmal die Beine rein hier in das Zimmer. Das geht aber klar. Wow, das ist halt ein bisschen wild in der Tür. Okay. Machen wir die Tür hier zu. Ja, was, habt ihr, was habt ihr hier? Also hier ist das Scheißhaus. Scheißhaus bewegt. Was habt ihr hier? Wer hat die Scheiße? Also die Dusche so mit Glastür, wo jeder. wo ihr beide direkt spannen könnt. Oh, wir haben sogar einen Fernseher. Pornos heißt. Fernseher. Kann man die verstellen? Clemens, was hast du vor? Wir können das erklären. Was zum Mac hast du vor? So, ihr habt das jetzt vollgeschafft bei Mac ist. Jetzt geht's zum Laser-Tag. Warte, da fehlen noch ein paar Leute. Ja, die kommen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, alle da. 3 Runden gespielt. Pause. Pause. Wann ist das erste? Was seid ihr dazu, zum Lasertag? Zu viele kleine Kinder. Ja, das stimmt. Ist so. Ja, da gibt es so ein kleines Kind, so ein kleiner Typ mit mega langen Haaren. Der rennt die ganze Zeit durch die Map und knallt alle Leute. Drei? Okay, es sind drei, aber die sehen alle gleich aus. Dann. Ist das nicht ab 12? Ich weiß es nicht. Die sind doch bestimmt nicht 12. Aber es macht trotzdem mega Bock. Und wir sind so fertig. Wir haben noch 2 Runden vor uns. Warum noch Elternzettel? Oder seid ihr fertig? Nee, Christian meint, er könnte jetzt direkt weitermachen, ne? Ich hab Hunger. Ah ja, typisch, typisch Chris. Wir müssen aber warten, bis die Christian ist halt immer perfekt, der kann halt immer so nonstop durchballern. Ne? Ja, ja. Und wie war's? Geil, wir haben 3 von 5 Spielen gewonnen. 3 von 5 Spielen. Ah, das ist gut. Ne, 3 von 5. 3 von 5. Wir haben 2 verloren. Das war aber und wir sind fertig. Was hier? Fertig? Ja. Typisch Christian angeben und so, ne? Wir sind fertig. Wie sieht's aus? Essen oder erstmal frisch machen? Das geht direkt auf YouTube, ne? Mir ist das scheißegal, mir ist das schweißegal. Mir ist das schweißegal. Dann gleich essen, oder? Dann geht's essen. Wir gehen jetzt alle essen. Zum Chinesen. Das ist noch besser, oder? Komm, überleben. Ich glaube, er hat noch nicht gefühlt. Ich hoffe, du hast nein, ich hab noch nicht auf Play gedrückt. Mach nochmal. Drittes Mal. Nimmst du jetzt auf? Ja, ich nehm. Warte. Jetzt. Oh, ich hab eine Idee. Ich setz mich auf Christian. Was? Ich setz mich auf mich. Nein. Du setzt auf wen? Oh, so. Mann! Der hat das nicht gespeichert, müssen es nochmal machen. Ein letztes Mal, komm, komm. Der hat doch wahrscheinlich schon 10 auf. Komm, ein letztes Mal. Komm, komm schon. Ein allerletztes Mal. Okay. Okay, dreimal aufgenommen ist im Kasten. Leute, was ist mit Clemens? Wer ist Clemens? Okay. Clemens bleibt mal da hinten im Aldi verschollen. Also wenn ihr was hört von dem, wir sind schon mal vorgegangen.
Was hat hier unser guter Freund Stefan? Ja, bei mir steht, dass mir jeder hier in der Runde 20 Euro schuldet. Das stimmt auch. Ja, du hast irgendwie was mit Hilfsbereitschaft, ne? Ja, Hilfsbereitschaft und uneigennütziger Einsatz können ihm viel Sympathie einbringen. Ja, er hat uns für morgen praktisch das Grillen. Ja, wie sagt man? Also wir dürfen bei ihm morgen grillen. Also er hat es uns ermöglicht und das bevor der Christian kam. Weil Christian, was hast du? Ja, ich meine, alle sind hier ratlos und ich wusste hier tatkräftig zur Unterstützung. Das ist wirklich so, weil bei Christian kann man echt einen guten Rat ab und zu mal bekommen. Ja, sie sind auch alle jetzt ratlos. Bewahren Sie sich Ihren Humor. Ja, passt richtig gut. Die Conny. Die Conny-Sache, es wird bald auf Rainbow zu sehen sein. Was stand denn nochmal drauf? Seien Sie optimistisch und geduldig, ne? Ja, seien Sie optimistisch und geduldig. Ja, okay, Mats. Wir gehen morgen in den Escape Room. Was ist das bei dir? Hilf, ich werde in einer chinesischen Glücksspielfabrik gefangen. Ja, nutzen Sie Ihre Hochform, grünes Licht für alle Unternehmen. Vor allem, die schreiben halt auf Deutsch in der chinesischen Glücksspielfabrik. Okay. Was hat der Michi, hat den, finde ich, den allerbesten Spruch? Eine plötzliche Reise steht bevor, mit einem netten Begleiter. Aber nur mit einem. Naja, mit einem. Wir sind ja zu viert demnächst unterwegs in Italien, Frankreich und der Schweiz. Streichen wir das eine und machen einfach mehrere Leute. Dann der letzte, ja. Und der letzte Glücksfix? Was hast du stehen bei dir? Harmonie ist ihm wichtig. Harmonie ist ihm wichtig. Auch Bären, oder? Ich weiß es nicht. Hast du das Harmonie? Das weiß ich überhaupt nicht. Okay, bei einer Person trifft es nicht so.